So, herzlich willkommen zurück hier bei Farthest Frontier im tiefsten Winter nach unserem Angriff. Beziehungsweise nicht nach unserem Angriff, sondern nach dem Angriff, den wir erleiden mussten. Ja. Wir haben immer noch ein Nahrungsproblem, wir haben immer noch Ratten irgendwo. Obwohl ich der Meinung bin, dass wir Rattenfänger haben. Vielleicht kommen die gerade nicht so hinterher. Aber es gibt sie. Rattenfänger sind kein Gerücht. Bauernfänger auch nicht. So. Ja. Wie wir das so sagt, hat keinen Plan von dem, was er jetzt machen soll. Gibt's ja nicht so ein komisches Sprichwort dazu? Falls ja, sollte ich mir das so vielleicht abgewöhnen. Sag ich wahrscheinlich eh sehr oft. So, Ton haben wir. Warum haben wir eigentlich so wenig Ton? Haben wir nicht eine Mine irgendwo? Eine Tonmine? Naja, 190 ist okay. Komm schon, 140. Ja, besser wird's wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht können wir mit den zwei Hütten hier noch irgendwie so ein bisschen... ein bisschen das Fischeinkommen hochpreschen. Der Verbrauch ist gerade höher als das Produzierte. Natürlich ein bisschen bitter. So, Stein. Stein hat sie dabei. Sehr gut. Zu einem guten Preis. Wir kaufen alles auf. Gar keine Frage. Hier können wir immer noch ein bisschen verkaufen. Sehr gut. Und dann haben wir 278 Steine. Brauchen zwar. Jetzt fehlen uns die Holzplanken. Und zack, ist der Stein weg. Jetzt fehlt uns Gold. Komm schon. In dieser Folge will ich es hinbekommen. Goldtransfer. Hälfte davon in die Stadt, bitte. Ein bisschen mehr. Okay. Drei Viertel davon in die Stadt. Sehr gut. Und jetzt hauen wir alles in den Tempel rein. Geil. Dann haben wir gleich einen pornösen Tempel. Und währenddessen... Was ist da eigentlich los? Haut mal auf da. Noch ein Händler. Schauen wir mal, was der hat. Haben tatsächlich überlebt. Auch krass, die wurden dann eingespeichert. Irgendwo hin. Okay. Wie sieht's denn überhaupt mit dem Obst aus? Haben wir überhaupt noch genug Obst? Nicht, dass Psycho-Andreas komplett ausrastet noch irgendwann, weil nicht genügend Obst im Haus ist. Wir könnten tatsächlich noch eine Obstplantage anbauen, ne? Und das würde uns jetzt nicht schaden. Ist jetzt die Frage, auf welche Seite? Alter, wir haben so viele Plantagen mittlerweile. Ich glaube, ich baue hier nochmal hin.
So, und zwar dauert dann zwar noch ein, zwei Jährchen, bis dann die Bäume wirklich was abwerfen. Aber es ist trotzdem nice to have. Vor allem, weil es sich ja lohnt, weil wir es ja einwecken können. Na? Acker. Wer sind wir, dass wir uns gegen einen ordentlichen Acker stellen? Können wir auch gut gebrauchen, bin ich der Meinung, oder? Was sagen die Ressourcen? Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Getreide ignorieren können vorerst. Aber so Sachen wie Pilze, Wurzelgemüse, Bohnen, das können wir noch gut gebrauchen. Und das hält sich ja auch. Damit können wir noch viel einwecken. Das wird jetzt auch erstmal eine Weile dauern, bis hier das soweit steht. Und derzeit haben wir wieder einen neuen Händler gewonnen. Was ist der andere noch? Ach, guck an. Da kann man auch gut Geld rausholen, weil der einen super Preis für Glas hat. So, können wir von dir auch was einkaufen? Guck mal, der hat einen geilen Preis für Räucherfisch. Kaufen wir einfach mal so 300 ein. Dann verkaufen wir wieder ein bisschen Glas. Das können wir dem noch abkaufen. Ach, schwere Rüstung können wir noch einkaufen, oder? So 6 Stück. Sind zwar arschteuer. Aber wir können auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, so ist nicht. Wir haben ja keine Schuldenbremse. Was haben wir hier? Schleier der unbekannten Soldaten. Erhöhte Haltbarkeit von Schuhen, Leinenkleidung und Mänteln um 20%. Ja, okay. Was hat ein Händler 1 da überhaupt drin? Schilde und Fellmäntel bieten 4 Rüstungen. Guck mal, hier können wir noch ein bisschen Käse einkaufen. Würde er sich auch freuen. Bisschen Räucherfleisch für normalen Preis können wir auch einkaufen. So. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen auf die Kacke gehauen. Dann haut er tatsächlich mit 3000 ab. Dann hat er mal ein bisschen Plus gemacht, ich glaube. Den guten, wie ist sein Name? Der Präriereiter. Den haben wir schon ein paar Mal übers Ohr gezogen. Übers Ohr gehauen. Den können wir auch jetzt mal abhauen lassen, ohne dass wir ihn komplett auseinandernehmen. So, na dann, meine fleißigen Bienchen, baut mal schön. Gibt ja viel zu tun. Gibt jetzt momentan 3 große Baustellen. Mal gucken, ob die Nahrung jetzt reicht. Wir haben mal ein bisschen was eingekauft. Vielleicht ist es zu wenig, man weiß es nicht. Vielleicht reicht es ja am Ende noch nicht. Was ist hier? Ach, der Brunnen. Na gut, da ist mir gerade so ein bisschen der Stein heilig, weil Stein ist immer noch Mangelware. Verbessern. Was können wir denn da verbessern? Weniger verbrauchte Gegenstände während der Produktion und zusätzliche Arbeitskräfte. So, da wird der Tempel gebaut. Geil.
Na los, na los, na los. Komm schon. Oha, Alter, guckt euch den mal an. Der ist ja mal mega schick. Das ist ein richtig schönes Gebäude. Können wir den jetzt hier reinmachen? Haben wir überhaupt eine Reliquie? Was bringt uns der denn? Und als Kosten für Soldaten um 30% verringert. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, der Rest, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Könnte besser sein. Ich denke, wir sollten uns mal wieder auf eine Reliquiensammlung machen, oder? Das haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Wir schimmeln quasi nur noch in unserer eigenen Stadt rum. Hier ist auch schon wieder ein Plündererlager, was wir hops nehmen können. Da hinten ist auch nochmal eins. Dorfbewohner wurde geheilt. Wo haben wir denn hier noch Reliquien? Haben wir noch welche? Ja, na, bestimmt noch welche. Ist auch wieder ein Plündererlager entstanden. Oder es war noch da. Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich alle Reliquien schon hops genommen habe. Waren 3 Stück. Hier ist noch eins. Ausgraben. Da gehe ich mit 10 Leuten ran. Wusste, irgendwo habe ich noch eins gesehen. Und sehr wahrscheinlich verbirgt sich noch irgendwo anders eins. Und die Leute werde ich selbstverständlich unterstützen. Guck mal, Kavalleriestellung. Können wir rekrutieren, brauchen wir aber selbstverständlich. Na, was brauchen wir dafür? Habe ich jetzt diesmal nicht drauf geachtet, ob die Händler was dabei haben. Fucking Schafe. Schafe. Unsere Reiter reiten selbstverständlich mit Schafen in den Krieg. Mit Pferden. Herrgott, noch eins. Kampfgebiet markieren. Ich werde jetzt mal auch unterstützen. Wo haben wir es gehabt? War das nicht hier irgendwo? Hier. Da laufen sie auch schon hin. Weil so wie ich die Ruinen mittlerweile kenne, werden da plötzlich, urplötzlich irgendwelche Plünderer auftauchen, weil die sagen, yo, geil, da gibt's ja was zu holen. Und damit das nicht passiert, schicken wir einfach mal unsere Soldaten dahin. Weil die können mal easy peasy ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Dass die vielleicht auch ein bisschen stärker werden. Ich verstehe auch nicht, warum die Fellmäntel nehmen, die Bogenschützen. Weil die können auch safe auch Kettenrüstung tragen, oder? Weiß ich gerade nicht. Also ich gehe davon aus, bisher war es immer so, dass sich die KI schon das Beste für die jeweilige Klasse rausgegriffen hat. Weil Armbrüste haben sie ja auch schon. So ist ja nicht. Okay, 25%, da kommt unsere Wache. Sieht schon cool aus. 162, wir nehmen immer mehr Kohle ein, weil wir auch immer mehr einschmelzen. Das ist mega geil. Hätten wir wahrscheinlich am Anfang einen besseren Spot gehabt, hätten wir das schon ein bisschen drucken können. Obwohl, wir hatten eigentlich einen guten Spot. Wir haben es einfach nur nicht gesehen in dem Moment. 10 von 24 Leuten, Alter.
Okay, ich hole mal noch eine schwere Infanterie und zwei Pikeniere. Wie viele Bogenschützen haben wir? Haben wir auch nochmal zwei. Und leichte Infanterie haben wir ja gar nichts mehr. Brauchen wir noch leichte Infanterie? Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, ne? Ich meine, ja, sie sind günstiger. Vielleicht sind sie beweglicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie was bringen. ...98%. Mal gucken. Am nächsten Tag wird es dann wahrscheinlich. Genau. Auf den Rätsel des fehlenden Todes wollte ich mich noch begeben. Auf das Rätsel. Hier ist noch Ton. Ich dachte, wir hätten eine Tonquelle. Hier. Klar. Hier ist doch einer. Da verbessern wir mal die Straße. Ja, diese langen Wege sind halt brutal, ne? Oh, Plünderer. Hier gab es gerade einen kleinen Krieg. Sehr spannend. Haben wir nicht gesehen. Aber good to know. Relikt des Märtyrers. Dorfbewohner werden 50% langsamer hungrig. Das werde ich einsetzen. Das werde ich statt Dorfbewohner 25%. Ach so, ja. Wir haben es jetzt gegen eine höhere Gesundheit eingetauscht, ne? Aber ich denke, das ist fairer, weil so kommen wir auf jeden Fall besser mit den Nahrungsvorräten hin. So, dann kehren wir mal zurück, weil die standen jetzt ja schon fast ein Jahr rum. Das Feld dürfte in diesem Jahr auch fertig werden. Ja, und leider fehlt uns hier noch ein bisschen was von der Obstplantage, ne? Was? Wo kommen die denn her? Schweine, da läuft einer rum und der hat ja gerade seinen Spaß, den Spaß seines Lebens. Okay. Wo treibt er sich rum? Hier. Lauf da mal hin, bitte. Kann er nicht angehen. Ich glaube, ich baue wirklich überall so ein paar kleine Verteidigungsanlagen. Aber mit einem Turm in der Mitte. Also wir bauen jetzt quasi ein Viereck aus Steinmauern und in die Mitte bauen wir einen Aussichtsturm. Ich erhoffe mir dadurch einfach einen besseren Schutz für den Turm selbst. Zumindest zumindest halt was Nahkampf und so weiter angeht. Natürlich, wenn jetzt irgendwelche Trieböcke oder Katapulte kommen,
hast du halt auch keine Chance, aber besser, du hast da was. Denke ich mir. Machen wir da jetzt auch noch einen hin? Dann haben wir so ein bisschen einen an jeder Seite. Nochmal zusätzlich als Verstärkung. Und ich denke, das ist ganz gut. Oh, sie hat 1882 Bohnen. Oder eher Beldam, na Mensch. Da kommen wir ja doch nochmal in den Handel. Und du hast Pferde, aber für einen teuren Preis, ne? Sehe ich gerade. Komm, ich kauf dir mal zwei ab. Ich will ja nicht so sein. Okay. Ach hier. Guck mal, wir haben sogar... Ein Pferd hatten wir schon drin. Oder? Zwei Pferde hatten wir drin. Ah, Pferdestall hatten wir sogar schon. Krass. Oha. Oha. Ich dachte tatsächlich, wir hätten gar keine. Aber bei so wenigen, wie wir haben, haben wir auch fast gar keine. Ich kann ja die ich abziehe, sieht ihr dann hier wieder verloren drin. Sehr wahrscheinlich in der Soldatenrekrutierung. Und irgendwie möchten die sich da nicht weiter vermehren. Da ist Böses im Busch. Okay. Was haben wir denn hier? Also erstmal möchte ich... Klee, dann möchte ich, dass hier das säubert, das Feld. Und dann geht es mir größtenteils um Rüben. Und so ein Schmarrn. Fruchtbarkeit, haben wir das drauf, das drauf. Hier nochmal ein bisschen die Fruchtbarkeit anpassen, dass wir mehr rausbekommen. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Was brauchen wir noch? Bohnen wollten wir eigentlich noch draufklatschen, ne? Können wir das hier rausnehmen und da noch Bohnen reinnehmen? Ja. Okay, perfekt. Was hat denn Bohne? Hat das 1% Fruchtbarkeit? Das ist tatsächlich eigentlich angebracht. Voll cool. Dann im nächsten Jahr. Darauf, Bohne, Bohne, das war's dann leider schon, ne? Da kriegen wir nichts mehr rein jetzt. Ja, aber die kleistern, glaube ich, gut alles zu mit, nee, ach, Unkrautunterdrückung 0 von 10, ja, die kleistern gut alles zu mit Unkraut. Die haben fast gar keine Unkrautunterdrückung drin. Sieht natürlich ein bisschen besser aus bei der Steckrübe. Aber puh, ja. Rein theoretisch müssten wir mehr als einmal dann durchgehen und das Unkrautniveau senken. Aber wenn wir das machen, haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr für was anderes, oder? Es macht doch keinen Sinn, da jetzt das nochmal zu machen, wenn ein Monat später wir das eh schon wieder machen. Ein Jahr später.
Ja, okay, komm, nehmen wir das raus, hauen da nochmal Bohnen rein. Und zwar die hier. Und dann war's das. Dann lassen wir das so. Das passt schon. Dann warten wir jetzt nur noch auf die Obstplantage. 14 Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen, das ist schön. So, dann kommen jetzt nochmal die Händler vorbei. Mit dir habe ich schon gehandelt. Hier können wir noch ein bisschen was gut machen aus den letzten Handlungsphasen. Wir haben keine Konserven mehr. Ach du Scheiße. Ja, woran liegt denn das aber? Mal im Ernst, haben wir zu wenig? Bei Gläser haben wir genug, ne? Dann haben wir zu wenig, was wir einwecken können, wie zum Beispiel das Obst, Beeren, Gemüse fällt auch ein bisschen rein, genau. Ja, schauen wir mal. Ja, kommt nur ran, kommt nur ran. Wir brauchen jede Hand, die uns hier unterstützt und hilft. Zu viel Mist. Mist. Brauchen wir noch einen Kompost? Guck mal, der hat das jetzt abgeholt. Dann wird das hier auch gleich der Fall sein. Müssen wir im Auge behalten? Weil wenn das zu viel wird, dann... Dann ist es natürlich auch schlecht, weil dann werden natürlich auch die Leute krank. Oha, hier geht's schon wieder los. Ich glaube, ich muss hier nochmal einen Rattenfänger hinbauen. Gerade für den neuen Abteil, da habe ich noch gar nichts gemacht. Rattenfängerhaus. Ja, das ist noch vollkommen frei. Das darf natürlich nicht sein. Weil die fressen uns natürlich auch die Nahrung weg. Das wollen wir nicht. Dürfte der jetzt auch dahin kommen? Oh, da brennt es. Das dürfte auch nicht das Problem sein. Eigentlich. Da geht das andere Haus wieder in Flammen auf. Es geht aber gut rum. Okay, haben sie gelöscht bekommen. Sehr gut. Was ist hier los? Zwei Ton. Eigentlich nicht das Problem. Das haben wir locker. So, jetzt haben wir wieder drei Nahrungsvorräte. Das heißt, wir sind für drei Monate, ne? Monatsreserven sind das immer. Für drei Monate gut ausgerüstet. Tja. Die Obstplantage ist leider immer noch nicht fertig gebaut. Bisschen traurig. Das stimmt, die stehen ja hier immer noch. Ja, dann geht mal zurück. Den können wir schon verbessern. Das ist nicht das Ding. Können wir hier auch Tore reinbauen, wenn ich so kleine Shelter mache? Ist das möglich? Ja. Okay, cool. Dann machen wir das doch lieber so rum, weil dann kann ich doch leichter reparieren, wenn da doch mal irgendwas sein sollte. Und oder ausbauen. Ich habe mir kein Holz mehr. Schmiede, Gießerei, Möbelwerkstatt. War hier, ne? Waldarbeiterlager.
ist natürlich trotzdem wichtig. Das heißt, wir reißen hier nochmal die Bäume ab. Auch die, die nachwachsen. Weil die Bäume brauchen wir. Damit uns jetzt nicht kalt wird. Und selbstverständlich brauchen wir auch die Holzbretter für die Produktion und Co. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Wir haben immer noch zu wenig Arbeiter. So, die große Statue. Sollen wir die jetzt einfach mal hier hinklatschen? Ich bin eigentlich kein Fan von jetzt hier so ranklatschen, vor allem. ...7%, bei was wären wir denn da? Da drüben würde es was bringen? Ein bisschen schon. Ich finde das aber alles nicht schön, muss ich ehrlich zugeben. Wurde halt alles zum Zweck errichtet, ne? Nach und nach, man sieht es. Da steckt leider kein richtiges Konzept hinter. Und somit wären wir auch schon wieder bei 32 Minuten, krass. Damit würde ich mich mal wieder verabschieden. Ihr seht, wir haben ein paar Probleme, haben wir angegriffen bekommen. Nahrung geht so langsam bergauf, kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir gerade immer mal wieder was eingekauft haben. Ich denke, das wird jetzt erst wieder in den nächsten Jahren, wenn die Produktion an Bohnen und Co. vorangeht und vor allem, wenn wir jetzt endlich mal diese verdammte Obstplantage aufgebaut bekommen. Ansonsten geht's uns sehr gut. Uns geht es sehr, sehr gut. Vielleicht mache ich mich jetzt in den nächsten Folgen einfach mal so an die letzten Steps ran. Und zwar in die Verschönerung von der Stadt. Und dann gucken wir mal, was wir da rausholen können. Wobei ich sagen muss, es sieht in meinen Augen bei so ein paar Produkten relativ schlecht aus. Wie zum Beispiel Holz, wie zum Beispiel Stein. Und dadurch auch gerade, weil Holz fehlt, auch die Holzbretter und der Lehm. Also da gehen wir nochmal rein. Probieren, die Bevölkerung noch so ein bisschen aufzubauen. Und dann gucken wir mal, was wir aus der Stadt noch so rausholen können. Und wie wir hier noch was schöner machen können. Und konstruieren können. Ich meine, dafür bietet uns das Spiel sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Okay. Wir sehen uns dann im Frühling wieder. Bis dahin. Macht's gut. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder